Und jetzt haben wir eine ganz tolle Geschichte für euch. Das Regio TV Plus ist in Liestal in der Kantonsbibliothek. Susanne, sag mal, Bibliothek, und da wird geredet und geschnädert und gemacht. Und da, was ist das für ein Anlass hier inmitten von all diesen Büchern? Also gut, lebendig ist bei uns eigentlich immer. Wir haben immer ganz viele Leute im Haus. Heute ist speziell, dass man nicht Medien auslehnt, sondern eben lebendige Leute für ein Gespräch. Über was reden denn die hier? Was ist die Thematik, die dahinter steckt? Also das Format heisst Living Library und es sind 10 Personen mit 10 unterschiedlichen Berufen, die zur Verfügung stehen für ein Gespräch, damit man kennenlernt, was sie machen, was sie für einen Beruf haben. Vielleicht auch, ob man kann merken, ob das etwas Eigenes wäre, etwas auch etwas wäre für einen eigenen Werdegang. Aber man kann auch ansitzen und schlicht und einfach Informationen austauschen in diesem Moment. Genau, also man kann einfach seine Fragen stellen, man kann die Person gegenüber kennenlernen und vielleicht lustig werden auf das Berufsfeld oder einfach einmal Inspiration bekommen von einem Beruf, den man sonst nicht kennt. Wie viele Mal gibt es das Format? Ist das etwas, das weiterhin Bestand haben wird? Man sieht, das ist ein riesen Erfolg. Da sind die Leute natürlich sehr gern gekommen. Also es ist etwas, das man hier noch nicht so kennt. Das Format kommt ursprünglich aus Dänemark. Und an uns soll es nicht liegen, dass man das nicht das nächste Mal auch wieder macht. Ich finde es selber auch sehr spannend und bin begeistert vom Interesse des Publikums. Gut, dann nehme ich abschließend jetzt gerade die als mein Living Book. Erzähl mir ganz kurz etwas über die Funktion hier im Haus. Ich bin Susanne Wäffler und ich darf die wunderschöne Bibliothek leiten. Seit 4 Jahren mit meinem Team zusammen. Es macht riesen Spass. Jetzt ist klar, dass natürlich die Bibliothek nicht wirklich immer lebendige Bücher hat. Also steckt jemand dahinter. Florina, erzähl mir mal, wer ist hier im Backup? Das sind wir von der Berufsstudie Laufbahnberatung Basel-Land. Genau, das ist jetzt eigentlich schon die 4. Living Library, die wir organisieren. 3-mal hat sie bei uns in den Räumlichkeiten stattgefunden. Die haben wir im Rahmen von der Lichtblicken Kulturnacht in Liestal, also jeweils Ende November, haben wir die durchgeführt. Das ist jetzt das erste Mal, wo wir das hier jetzt in Kooperation mit der Kantonsbibliothek Basel-Land in Liestal auch machen dürfen. Wie sind denn eure Erfahrungen? Ich meine, gerade heute im digitalen Zeitalter, alle schreien nur noch von unbedingt mit dem Computer. Da ist Human Touch. Genau, es ist vielleicht ein bisschen eine andere Art, wie man sich kann informieren kann, oder über Berufe oder über Arbeitswelten. Also wie du sagst, oder, ich meine, das Internet bietet eigentlich, also man kann sagen, alle Informationen, die man braucht über Berufe, findet man in dem Sinne im Internet. Also wie lange geht eine Ausbildung oder was sind so Voraussetzungen. Und bei diesem Anlass geht es aber eigentlich nicht darum, sich nur zu informieren über Berufe oder Arbeitswelt. Also man darf da natürlich auch mit Leuten reden, die... Also das heisst nicht, dass man diesen Beruf selber vielleicht lernen will. Also es gibt manchmal Leute, die kommen, weil sie es vielleicht interessiert oder selber so einen Weg möchten gehen. Aber viele kommen auch, weil sie einfach neugierig sind und mehr möchten darüber erfahren. Und einfach auch persönliche Geschichten oder, zu erfahren. Also ein bisschen Hinterkulissen vielleicht auch von einer Arbeitswelt, inspirierenden Arbeitswelt. Vielleicht manchmal auch ein bisschen außergewöhnliche Berufe. Einfach da mal neugierigere Fragen dafür stellen und ganz ungezwungen auch in ein Gespräch zu kommen. Dann mache ich jetzt das natürlich und stelle ganz neugierig meine Frage an dich als Living Book. Was erzählst du über deinen Beruf? Wie findet man so einen Beruf? Bist du Berufsberaterin, Berufsgestalterin, Berufshelferin, Berufsgeburtshelferin? Das kommt meinem Verständnis schon ziemlich nach, genau. Also... kann man das noch gar nicht so genau überlegen, aber ich verstehe mich schon so ein bisschen als, vielleicht als Impulsgeberin. Oder wenn die Leute zu uns in eine Beratung kommen, sehen wir sie, gewisse sehen wir nur einmal, gewisse kommen vielleicht 2-3 Mal. In seltenen Fällen sind es auch ein bisschen mehr, 4-5 Mal. Aber es geht eigentlich immer darum, dass man vielleicht ein kleines Stückchen von ihrem Weg mit ihnen geht, vielleicht eben einen kleinen Impuls gibt und nachher, dass sie selber wieder wissen, wie weitergehen. Und ich finde es auch sehr spannend, einfach in ganz viele Leben hineinzusehen. Ich finde es immer schön, wie Leute eben zu einem ins Büro quasi kommen und aus ihrem Leben einem erzählen. Und ja, sehr interessant.